Where are you? It's not fair. Ich könnte sie mit Popeln beschnäpsen. Ja, wie ihr es bereits meinem sonderbaren Antlitz entnehmen könnt, ist heute nicht mein Tag. Die Familie, die kommt über die Weihnachtsfeiertage zum Speisen und das Klo vollscheißen. Ach Mama, da freue ich mich aber. Gerade noch auf spontan die restlichen Dinge besorgen. Hilfe! Kannst ja heutzutage auch nicht einfach mal nur ein Essen kochen. Du brauchst ein Gericht mit Fleisch, eins mit Fisch, eins ohne Fisch, eins laktosefrei, eins glutenfrei, eins mit Fisch glutenfrei, eins laktosefrei mit Fleisch, eins mit Fleisch, aber vegan ohne Fisch und eins, was auf keinen Fall für Kriegsverbrechen im Kosovo verantwortlich ist. Lecker. Deine Gesichtsmuskeln entspannen sich und stell dir vor, dass du beim Ausatmen wurstförmigen Kot abgibst. Da lob ich mir noch eine ganz entspannte Runde. Oh nein. Nee, ich bin ja auch immer der Meinung, dass Unterhaltungselektronik in meinem Kinderparadies stets 2,50 Meter groß und mit riesigen Klauen versehen sein muss. Ha? Sonst macht's ja schließlich auch keinen Spaß. Und im Endeffekt, was soll schon passieren, right? Zum Beispiel ein Muskelfaserriss, ja, weil ich in einer Nacht 60 verdammte Kilometer zurücklegen muss, um irgendwelche Hausmeistertätigkeiten zu absolvieren, um mich dabei nicht fressen zu lassen. Jedenfalls willkommen zurück an Amazons Absatzstelle Nummer 1 für LED-Hintergrundbeleuchtung. Wir gehen mal jetzt richtig die Hebel weghebeln, nicht wahr? Let's go. Ich will Ihnen nicht unbedingt direkt ins Gesicht rennen, auch wenn ich das mit ausgestrecktem Bein gerne würde. Ich höre schon wieder den Spaß. Okay, muss los, Alter. Muss da runter. Hui, diddlilin, diddlilin. Hier kommt der Laserman. Okay. Darunter zuerst den Hebel beim Music Man. Dann dort. Da ist Monty gerade. Oh, ich hoffe, der kommt nicht die Treppe hoch. Bitte komm nicht die Treppe hoch. Bitte einfach nicht. Sei einfach lieb. Ganz feines Krokodil. Dann in der Toilette und dann wieder oben. Ist das korrekt? Habe ich das richtig kombiniert? Ich glaube, man kann jetzt hier nicht speichern, ne? So, solange ich in der Quest bin, kann ich das nicht. Okay. Der direkte Weg ist da. Hier sind die Toiletten. Ich muss dann also auf dem so ziemlich direkten Wege wieder zurück. Ist jetzt Chica hier, oder was? Okay, der Typ ist aktiviert. Ich muss die in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren, sonst funktioniert es nicht. Ah! Renn! No! Du Assi! Ui! What? Ich wollte mich hier gar nicht verstecken, aber okay, ich nehm's. Dankeschön, Spiel, dass du mich an meine Hand nimmst. Monty kommt. Ich darf jetzt nicht aussteigen. Ach, das Leben im Kinderwagen, Alter. Ich weiß, dass du hier bist, seitdem machst du das vor. Der hat das raus. Ich bin gerade auch in 20 cm an dem vorbeigerannt, aber lass gut sein. Okay, ich muss gleich zurück. Komm. Wo ist der Hebel? Muss los! No, fuck you! No! Okay. Hier links sind die Klos. Das Ding ist, da kommt der Typ. Lässt mich nicht mehr raus. Ich hoffe, niemand rennt mir hinterher. Ah, wo ist der Hebel? In dem anderen. Ne, hier drinnen. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich muss mich halt übel beeilen. Verdammt. Let's go! Ui! Ich glaube, er kommt. Bruder muss hoch! Chica? Wo ist Chica? Ich muss es nur noch einmal kurz nach hinten schaffen. Oh, die ist nicht hier. Das hab ich beim letzten Mal so abgef... Hier ist deine Love. Halt dein Schnabel, du. Oh, okay. Oh! Ey, die haben aber auch einen Radius, Junge. Das hier wird's doch nicht. Komm. Und rein da. Und nur noch einmal ganz hinter. Oh Gott. Kann ich nicht irgendwie speichern, bitte? Das sieht aus wie eine verdammte Chase-Sequenz und da hinten ist ein riesiges Loch. Ihr wisst genauso gut wie ich, was da rauskommt, Alter. Und es wird unter der Gürtellinie passieren. Ja, so sieht's aus. Dahinter, hinter dem lila Ding, glaube ich, ist es.
Ich muss mir meine Ausdauer sparen. Sorry, ich traue mich jetzt einfach nicht zu rennen. Ich muss mal kurz meine Nerven hier zusammennehmen. Oh, immer noch nicht? Ich habe mich gehört. Aber hier hinter. Oh, bitte nicht! Was? Was, hier kann ich noch nicht? One Zone Remains? Oh, es gibt noch irgendwo einen Schalter, den ich nicht gefunden habe. Oh, was? Wo denn? Okay, da muss man die wahrscheinlich doch nicht in der Reihenfolge drücken, sondern... Wartet mal, ich gehe einfach mal davon aus, der ist hier oben. Das würde am meisten Sinn machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch einer unten ist. Das Einzige, worauf ich jetzt aufpassen muss hier, ist Chica. Und dass von hinten sich keiner ansneakt. Aber ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt. Ich kann den hier ganz gut entgehen. Jetzt bloß keinen dummen Fehler, Alter. Ich gehe hier einfach mal weiter. Komm, komm, komm. Yes! Meine Chance! Die Musik hört auf. Chica's hier. Jetzt keinen dummen Fehler. Jetzt keinen dummen Fehler. Hier? Bin mir nicht sicher, ob ich einen gefunden habe, Alter. Oh, wenn, dann habe ich es vergessen. Oh, wo ist er? Ist hier irgendwo ein Schalter, Baby? Hier ist ein Schalter! Yes! Noch irgendwo? Check ein Software-Update. Betätige den Platz am südlichen Ende des Spielhallen Wartungskorridors. Da muss ich jetzt hin. Okay, jetzt aber. Er kommt. Nee, er kommt nicht. Okay, let's go. Ich weiß nur nicht, wo Chica ist. Wird knapp, Leute. Oh. Komm, renn. Keine Zeit für euch. Diesen ganzen Scheiß hier. Komm, let's go. Nicht die Puste ausgehen lassen, Seth. Immer drauf achten. Sorry, ich muss mir kurz mal Mut zusprechen. Ich habe keinen Bock. Oh, no. No. Das nochmal zu tun. Fuck you, Alter. Boah, ich bin erstmal halbwegs safe. So, und jetzt kommt der Punkt, vor dem ich mega Angst habe, Alter. Ich glaube, das haben wir auch schon so ein bisschen im Trailer gesehen. Uff, ey. Hier sind keine, oder? Alter, ich höre übelst laute Geräusche, Mann. Also, so, bevor ich das drücke. Auf jeden Fall. Okay, ist wieder aufgeladen. No! Lass mich rennen! Ich weiß sowieso, was da kommt! Fuck! Rennen! Oh, shit! Oh, Gott! Oh. Komm, ich guck dich ein. I can't. Oh, der ist lahmarschig. Der ist so. Und du kannst Gift drauf nehmen, dass ich speichere. Alter, mein Herz, ey. Das war sehr, sehr geil. Das war sehr, sehr nussig, Alter. Okay, auf jeden Fall auf einen neuen Speicherplatz. Wunderbärchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der könnte mir auf jeden Fall mal zur Hilfe kommen. So, jetzt kann ich hier den Kopf platzieren. Dann muss ich diesen ganzen verdammten Weg nochmal zurück, ey. Da freue ich mich ja drauf. Nee, echt eine arschgeile Nummer, ey. Komm, was kriege ich ein Schönes, Alter. Setzen wir gleich auf, dann... Betrachten Sie mich vielleicht als Teil von denen. Das sollte mir einiges erleichtern. Okay, wo denn, Alter? Wo kriege ich denn den jetzt? Hallo? Head Deposit. Ich würde den Kopf gerne mitnehmen, Alter. Ich bitte dich. Ich nehme auch den, ist mir egal. Also, laut Inventar habe ich den schon. Ich glaube denen das jetzt einfach mal. Obwohl ich dem Spiel nicht wirklich direkt vertraue. Ich speichere jetzt nochmal auf einem anderen Slot. Nicht, dass halt wieder irgendwie was broken ist oder so. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich es lebend hier rausschaffe. Oh, ich weiß jetzt auch gar nicht richtig wieder wohin, ey. Das ist halt einfach nur übel anstrengend auf Dauer. Och, ich bin lahm. Ich möchte nicht mehr. Gibt es nicht irgendwie einen einfacheren Weg hier raus? Wäre Bombe, Digga. So, hier sind wir. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal dezent absaven. Und ich hoffe jetzt, ich habe den vorbei, also ich habe den dabei. So, an der letzten Speicherstelle. Genau, okay. Botklopf platzieren. Nur? Für ein Upgrade an Fredo, beschaffe Roxys Augen.
Jo! Oh, fährt der Automat? Oh, ich will fahren, Alter. Oh, ist eine Cutscene. Setzt er sich da einfach in das Auto und braust los, Alter. Fahr die um! Nee! Oh! Oh, ah, ja, natürlich! Genau auf die Klüsen, ne? Die rollen jetzt irgendwo da umher. Ich muss aus der Kanalisation fischen. Ah, was ein Zufall. Die ist richtig sauer, Alter, bestimmt. Oh, ich glaub der nicht. Die ist genauso tot wie Chica, nämlich nicht. Oh, das ist die andere Seite hier. Oh, genau. Ihr könnt euch erinnern an letzte Folge. Ich nehme mal die Augen. Das war's mit ihr noch nicht. Warte mal. Bevor wir das machen. Ich speichere ab, Alter. Ich weiß nicht, was passiert. Ich speichere lieber ab. Augenblick. Das sollte uns ein bisschen Zeit verschaffen. Jetzt vielleicht nicht, aber sparen, falls wir jetzt irgendwie sterben oder so. Okay. Ich nehme mal den Laser. Der funktioniert ja gegen sie ganz gut. So, mal schauen. Kriegen wir sie? Roxys Augen? Halt echt jetzt? Okay. Und nun zurück zu Parts and Service, ne? Oh, Alter. Ich weiß nicht. Jetzt fehlt bloß noch Montgomery. Mit seinen Klauen wahrscheinlich. Ah, ich musste es. No! Oh, shit! Oh, die kann. Oh, fuck! Ablenkung. Warte mal. Kommt sie? Ich check's. Ey! Blitzschleiche! Oh, das funktioniert ja prachtvoll. Jetzt komm! Yeah, das ist fast geschafft. Komm, leg einen zweiten Gang ein, Schwester. Oh, ich weiß nicht, wann die kommt, Alter. Ich weiß, das ist zum Heulen. Wo heulst du eigentlich raus, wenn du keine Augen mehr hast? Oh, das funktioniert ja mega. Oh, shit! Die cheatet in Videospielen. No! Also, wie ihr euch das gedacht habt, geht nicht wirklich. Ich verstecke mich nicht. Du hast einfach nichts auf... Hallo? Wie soll ich das jetzt machen? Och, nee. Die chargt nicht mehr. Ich habe sie kaputt gemacht. Okay, ich gehe hier durch. Oh, nice. Ach, das sollte ich... Where are you? Oh, nirgendwo. Och, Alter. Was ist denn los? Roxy, hat jemand hinter dir gepurzt oder was? Oh, Mann. Oh, come on. Geh weiter. Oh, die schiebt mich gleich... Die schiebt mich gleich den Schacht hinunter. Was ist denn los? Was ist mit deiner Schnüffelnase? Funktioniert die nicht mehr? Ey, wenn ich jetzt rausgehe. Komm, du hast es auf dem Herz stehen lassen. Ich bitte dich. Geh da schnell mal nachsehen. Why are you hiding from me? Weil ich dich nicht mag. Dich und dein Gesicht. Macht Spaß, liegt nicht an deinem Gesicht, liegt an deiner Persönlichkeit. Die ist zum Kotzen. Oh, kann ich jetzt hier. Was ist denn jetzt? Oh, perfekt, Alter. Einfach nur noch perfekt. Hui! Los! Oh, shit! Okay, wie soll es jetzt gehen? Warte mal, wie mache ich das jetzt? Verstecken. Verstecken kann ich mich nicht. Ich muss sie ablenken. Gibt's hier irgendwas zur Ablenkung? Kann ich irgendwo an der Seite wieder durch? Ich muss mal Licht machen. Gott. Oh, ich weiß nicht. Wo kam ich denn her? Hier kam ich her. Hier ist jetzt die Tür. Wie kriege ich sie, dass sie da durchcharged? Keine Ahnung. Die hört mich halt auch immer latschen, ne? Egal, ob ich crouch. Ja, ist egal, ob ich crouch. Okay, ich brauche Licht. Freddy! Wenn ich mich hier verstecke, bricht sie dann da durch?
Oder stellt sie sich halt übelst dämlich hinter diesen Kasten? Wahrscheinlich macht sie nichts, ne? Why are you hiding from me? Fuck! No! Mach das kaputt! Wie kann ich das machen, dass sie das tut? Was habe ich übersehen? Oh, ich will da irgendwas dagegen werfen, Alter. Oder schießen, ich weiß auch nicht. Komm mal hierher! Das wird nichts, ich sterb. Oh, ich hasse das, wenn das Spiel nicht mehr funktioniert. Komm! Geil, geiler Bossfight. Also ein wunderbares Meisterwerk der Programmierkunst. Oh, Alter, guck mal, wie aktiv die ist! Sobald die mich located, charge die. Oh, shit! Oh, hier durch! Quick! Komm jetzt hierher! Ich brauch Licht. Ey, Roxy! No! Du Vollidiotin! Wie kann ich die herlocken? Roxy? Oh Gott! Ah! Oh! Ja, komm her! Yes! Hier jetzt! Roxy! Oh, ich hasse diesen... Oh, shit! Der Kampf ist so dumm, Alter. Nice! Endlich! Alter, so klappt das. Das ist einfach nur Buggy. Ach, was du nicht sagst. Oh Gott. Oh shit, keine Lags, bitte. Ui! Kommt nicht, ne? Ich weiß nicht, ob sie kommt. Lass ich sie halt jetzt echt da? Ey, wenn ich sie jetzt durch den Gang krabbeln sehe, ne? Ich könnte sie mit Popeln beschnäpsen. Ja, da. Mach doch was dagegen. Tu doch was. Ach, wie geil. Ich hab das gehört. Schön. Geil. Da weiß ich, was ich ins Pre-Intro schneide. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Ah, das ist aber hier. Ach, ich will aber nicht hier sein. Ich muss zurück zu Parts and Service, right? Kann ich dich erstmal irgendwo speichern, bitte? Das wäre mega dufte, Junge. Oh, okay, war da. Ich weiß, wo ich hin muss. Da hoch wieder und dann... Ich hoffe, die ist jetzt nicht mehr hier. Der Laser funktioniert doch nicht gegen sie. Also, das ist halt jetzt ziemlich sinnlos geworden. Ist ein bisschen schade, aber naja. Ich habe ja schon viel Spaß gehabt hier damit. Boah, ne, das Spiel... Also, nehmt es mir nicht übel, aber es wirkt halt teilweise irgendwie... Auch manchmal nicht so richtig fertig. Wisst ihr irgendwie, was ich meine? Es ist so strange irgendwie, das zu sagen, aber... Und die haben jetzt ein Jahr noch länger sozusagen das dafür gebraucht, das zu releasen, was ja auch vollkommen okay ist, ne? Wenn sie das Spiel noch verbessern wollen oder ausgestalten wollen oder einfach dafür sorgen, dass es dann wirklich ein gutes, fertiges Spiel ist. Aber dann, ich weiß jetzt nicht, ob es dann so ein Druck von irgendwie Investoren ist oder so, aber... Ah, muss das sein? Also muss man halt irgendwie Leute so ein bisschen enttäuschen? Und die allermeisten negativen Kommentare oder Reviews auf Steam, die jetzt halt nicht so positiv sind, die reden über die Performance-Probleme. Die reden darüber, dass es halt... Dass der Großteil vom Game besteht darin, rumzulaufen, Fetch-Quests, Dinge von A nach B. Die Minigames sind sehr, sehr lieblos und lackluster, halt so klein und kurz und einfach. Und, naja, der Rest ist halt irgendwie Stealth-Gameplay, was halt nach einer Zeit auch wenig, also nicht gruselig ist, sondern einfach nur noch, ja, ein bisschen anstrengend, würde ich halt fast sagen. Und ja, das Spiel ist wunderbar gestaltet, die Umgebung ist so schön,
Und das ist so eine geile Location, so eine geile Map. Aber halt, ich weiß nicht, ich fände lieber, es sollte doof aussehen und dafür geileres Gameplay. Obwohl, es ist ja auch in irgendeiner Art und Weise abwechslungsreich, ja. Aber ich glaube, die Hälfte von dem Spiel besteht tatsächlich darauf, rumzulaufen. Also, nehmt mal die ganzen Laufwege weg. So. Was bleibt halt von dem Gameplay übrig, so? Das wäre, glaube ich, nicht mal die Hälfte. Oder vielleicht gerade mal die Hälfte. So. Wenn man zumindest die Wege ein bisschen verkürzt. Das ist dann so. Das ist dann halt einfach ein bisschen sad. Das ist, was ich meine. So, das ist. Da bleibt dann eher so die Ernüchterung über. Also die ganzen Momente, die gut sind, die verschwinden dann darunter. Und ja, das hat das Spiel einfach auch irgendwo nicht verdient, sag ich mal. Aber gut, was soll's. Wir sind im letzten Drittel, vielleicht im letzten Viertel, würde ich mal sagen, weil Monty müssen wir noch eliminieren. Da kommt noch ein Bosskampf. Und dann, ich meine, es gibt mehrere Endings, so gesehen, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich auch nochmal komplett von vorne anfangen, um das alles zu zeigen, wenn ich das dann vorhab. Oder ich bin mir da noch nicht so sicher, je nachdem, wie ich das erreichen kann, an welchen Stellen. Da muss ich mal schauen. Ich hätte am besten alles irgendwie auf einen anderen Speicherslot machen müssen. Das wäre wahrscheinlich smart gewesen, aber gut. Dann, also wenn ich es zeige, dann kann das halt vielleicht ein bisschen auf sich warten lassen. Mal schauen. So, wir machen jetzt hier erstmal weiter, gehen zu Parts and Service. Freddy müsste da sein. Und dem verpassen wir dann neue Gurkchen, ne? Oder? Foxy Upgrade. Natürlich liegt der jetzt da drin. Das ist halt auch so ein Quatsch. Darf ich speichern, bitte? Ich darf nicht speichern. Jetzt darf ich das nicht verkacken, sonst muss ich den Weg nochmal laufen. Bam! Ich war so doof. Okay, ich dachte, ich mach das schnell weg, aber ihr kennt mich ja. Ihr wisst ja, was los ist. Ja, okay. Let's go. Let's begin by removing Freddy's face. Okay. Press Freddy's nose to remove skull housing. Seine Nase. Ja, ist gut. Ist gut. Carefully detach the ocular connectors. Okay. Rot, gelb, blau. Oh, fuck! Nein. Ich wusste, ich hab's verkackt. In dem Moment, wo ich mit meinem Finger kommuniziert habe und gesagt habe, nein, das war nicht der Knopf. Ah! So. Nase ab. Mir kratzt der Sack. Keine Ahnung. Rot, gelb. Grün. Blau. Ah! Ein bisschen brenzlig, Alter. Ich hab da ein ungutes Gefühl immer bei. Wie Dr. Bibber, Alter. Und jetzt die Augen? Ja, sehr gut. Können wir das so lassen? Okay. Kick auf die Augen, um Freddys Gesicht einzusetzen. Ja. Pff, die kommen im Doppelpack, Alter. Reattach the ocular connector wires. Oh Gott. What? Yes! It is time to close the faceplate. Okay. Commence testing phase. Hallo! Grüße. Oh. Grün. Grün. Gelb. Grün, gelb. Blau? Nee, grün, gelb, grün. Grün, gelb, grün, rot. Grün, gelb, grün, rot, blau. Nein! Warum nicht blau? Es wird diskriminiert, Alter. Grün, gelb, grün, rot, grün, grün, gelb, grün, rot, grün. Hallo? Also, ich wollte gerade sagen, jetzt nicht noch eins, ey, da kriege ich eine Meise. Hier ist die Prozedur den Zugriffskomputer ab. Huh, cool. War ein Versuch wert, okay? Manchmal will man einfach passieren, was gesehen. Gesehen, sehen, was. Ja, ihr wisst schon. Ihr kennt doch Wörter. Cool. How are your new eyes? I am having a hard time adjusting. Ach. You look. Wie viele Finger halte ich oben?
I can see movement through the walls. What? Really? I didn't know Roxy could see through walls. Oh, I am your friend. There was an accident in the race. Okay. Nothing seems to stop her. Okay. Ja, ja, sie wartet da immer noch rum. Ich weiß auch nicht warum. Also, wieso. Oh, Mann, diese dummen Anweisungskarten. Lass es. Good news. It is almost fast 6 Uhr. Wenn du jetzt einen Ausgang findest, bist du in Sicherheit. Aber beeil dich, die Kinderaufsicht. But hurry. The daycare attendant is loose one last time. Ich komme aus dem Pizzaplex. Also, das finde ich den übelsten Quatsch. Pick, aber. Oh, da ist noch ein Geschenk. Oh! Ach so, warte mal. Oh, ich muss zur Ladestation. Hier ist halt auch direkt eine. Benutze einen Ausgang, um den Pizzaplex zu entkommen. Aber sei gewarnt, die Ladestationen sind offline. Hä, was? Was? No! Wie dumm ist das denn? Warte mal, ich komme doch hier hoch. Der ist hier. Oh, der ist hier. Wie sieht's aus? Ist nur dieser Fahrstuhl wieder online? Ich hoffe, dass ich hochkomme. Bitte. Komm. Freddy kann nichts mit seinen komischen, überdimensionierten Wurstfingern. Darf ich bitte? Oh, ich kann drücken. Yes! Thank God. Oh, Gott sei Dank. Jetzt weiß ich zumindest, wie es hochgeht, aber ich weiß nicht, ob wir noch genug Zeit... Was? Ich glaube, es war soweit, oder? Oh, please, no. Ich muss die ich möchte weinen, Alter. Und dann Wein verköstigen. Ganz viel. Okay, ich bleib jetzt mal in Freddy in der Zeit, wo wir losfahren. Ich hoffe, das passt. Es ist geil, dass es hier drin so gedämpft ist irgendwie. Uff. Ich hoffe, wir finden schnell den Ausgang. Ich bin überhaupt nicht sicher, wo ich dann am besten hinrenne. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir jetzt rauskommen. Doch eigentlich bei den verschiedenen Räumen, oder? Es müsste eigentlich so sein. Also die Green Rooms. Ne, warte mal, hier im Backstage quasi. Oh, warte mal. Das war falsch. Hier lang. Ja! Okay. Die Frage ist jetzt natürlich. Warte, wo ist der Ausgang? Wo ist der verdammte Ausgang? Ich weiß nicht mehr, wo das war, Alter. Wo war dieses andere Areal? Ach, come on, Stage Controls. Ich weiß nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Please. Oh, war das hier? Oh, das könnte sein. Oder? Exit to Atrium. Yes. Yes, ich muss dahin. Okay, ich glaube, das ist richtig. Ich hoffe. Bitte sag, dass es korrekt ist. Ich weiß es sonst nicht. Oh, nicht jetzt so rumlegen. Come on. Ja. Oder? Nee, warte mal, das Atrium ist das hier. Nein, ich bin falsch. Ach, warte mal, nein, ich bin richtig, ich muss nur hoch. Es ist 57. Und wir sind nicht an der richtigen Stelle. Fastcade? Warte mal, wo war denn das jetzt hier mit diesen Fahrstühlen? Warte mal, Fastcade ist falsch. Moment. Ich bin komplett lost, Alter. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, hier runter. 58. Ja, das kann ich komplett vergessen. Hier sind die Fahrstühle. Es ist fürchterlich. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das irgendwie anders ging. Do you know what time it is? The doors are open. Why are you still here? In Freddy, schnell! Ich weiß nicht, ob er mich hier jumpscaren kann, wahrscheinlich schon. Geh mal zur Hauptbühne. Ich bin unterwegs. Oh, kann er mich jetzt hier noch jumpscaren? Es dauert eine Weile, bis ich da bin. Wahrscheinlich schon, ne? Dass diese Ladezeit mitberechnet wird, hier ist komplett asozial, ey. Mach auf! Muss los! Yay! Okay, hier die Treppe runter. Ich bin gleich tot. Ich bin sowas von gleich tot. Auf jeden Fall. Ich überlebe das nicht.
Come back soon. No! LOL! Was? Geiler Jumpscare, Digga. Der hat ja gefailt. Jetzt muss ich alles... Okay, die Frage ist, gehe ich jetzt gleich zur Hauptbühne oder zum Ausgang? Ich meine, der Ausgang liegt direkt halt gegenüber, wenn ich hier rauskomme. Von daher, es ist wahrscheinlich egal. Da kann ich gleich abbiegen zur Bühne. Ich guck mal. Ich will eigentlich auch nicht zurück, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, halt's Maul, Alter. Das wird nervputzen. Kann den ganzen Tag nichts anderes als sinnlos zu sein. Come back soon. Ist die, war die Hauptbühne, war das hier oder muss ich nochmal zurück? Warte. Kann ich jetzt raus? Freddy, it's open, let's go! Oh oh. No, I cannot exit this facility. Ja, ja, kann ich mit raus. Of course you can. Come on, we can hide you somewhere. Without a recharge station, meine Systeme würden binnen einer Stunde runterfahren. Ah, okay. It is a safety precaution. Klar. Draußen gibt's keine Lademöglichkeit. This is where I must stay. Oh. Do not return. It will never be safe. I will miss you. Freddy, krass, Alter. Den sollten sie als Werbefachmann einstellen. There will be more disappearances. Yes, I am afraid that is correct. Oh, krass. Gregory, you have a choice to make. Oh! The door is open and you can go. Or you can continue to investigate the secrets of the Pizzaplex. I feel there is something else going on besides Fanny. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich kann mir jetzt das aussuchen? Das ist ein anderes Ending noch, ne? Möchtest du hier bleiben? Puh. Was machen wir so? Wenn du hier bleibst, kannst du keine Speicherstation mehr nutzen. Wenn Gregory geschnappt wird, ist das Spiel vorbei. Pff, damn, Leute, was tun wir? Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir gucken uns das in der nächsten Folge an. Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, dann kommt ihr auch ganz fix. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke, haut rein und macht's gut.